Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch erklären, wie man den Ober- und Unterfaden einer Nähmaschine einfädelt. Dafür braucht ihr eine Nähmaschine, ein Stück Garn, eine Spule, auf der auch Garn ist. Also ich habe jetzt für den Anfänger zwei verschiedene Farben gewählt. So kann man beim Nähen dann unterscheiden, welches der Ober- und welches der Unterfaden ist, falls irgendwelche Fehler auftreten. So, als erstes zeige ich euch, wie ihr den Oberfaden einfädelt. Ihr nehmt euch jetzt das Stückchen Garn. Ja, rollt das ungefähr 40 cm auf. Steckt das hier auf die Nadel, auf dieses Teil. Und dann nehmt ihr jetzt den Faden, schlängelt ihn hier hinter diesem Ding vorbei und zieht. Das hält den Faden. Dann nehmt ihr jetzt den Faden und fädelt ihn hier durch. Und zieht kräftig, weil da kann man dann am Ende die Oberfadenspanne einstellen. Jetzt nehmt ihr ihn auch da oben durch. Danach dreht ihr am Handrad vorwärts. Und jetzt seht ihr, kommt so ein Ding. Ihr müsst jetzt versuchen, den Faden hier durchzuschlängeln. Und jetzt nehmt ihr den Faden nochmal, zieht ein bisschen und nehmt ihn nach unten mit. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch noch das Licht von der Nähmaschine einschalten. Das mache ich jetzt. Und dann müsst ihr den Faden, der jetzt hier unten ist, in das Nadelloch einfädeln. Und ich habe es geschafft. So, der Oberfaden ist nun eingefädelt. Jetzt folgt der Unterfaden auf der Spule. Nehmt jetzt dieses Stück hier weg. Dort befinden sich ganz viele Nähutensilien, neue Nadeln. Macht diese Klappe hier auf und dann findet ihr das hier vor. Ihr nehmt die Spulenkapsel so heraus, indem ihr das hier hochklappt und dran zieht. So, jetzt ist diese draußen. Dann nehmt ihr jetzt die Spule und nehmt ungefähr 5 cm davon, rollt ihr auf und legt sie so in die Spulenkapsel. Und dann dreht ihr den Faden, sodass er hier reingeht. Sodass er sich einklemmt. Das ist sehr wichtig. Dann nehmt ihr die Spulenkapsel nochmal und tut sie in ihren Behälter und schließt es. Dann dreht ihr nochmal im Handrädchen. Zieht am Oberfaden. Und wie ihr seht, ist der Unterfaden nun oben. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.